Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter FIFA 17. Karriere, machen wir mal das schwarze Trikot und das machen wir so, denn ich sag. So Leute, das erste Spiel war, haben wir richtig Glück gehabt zu gewinnen, Leute. Okay, mal gucken, wie wir das ne die nächste Spiele so abräumen, weil das wird jetzt schon heftig. Ein bisschen zu hoch gespielt. Jetzt gegen Schalke wird es ein schönes Sch ha Die Schalker, die müssen gewinnen, Leute, weil die sind ziemlich weit unten in der Gruppe. Fast ohne so, den glauben wir noch nicht gewonnen. Oh Mann, das erste Spiel verloren. Und das ist dann schon ein bisschen heftig, wenn sie das erste Spiel verlieren. Wenn wir das erste Spiel verlieren, ist halt immer das Nervigste. Bayern hat's. Zum Glück das erste Spiel gewonnen, zum Glück. Muss man sagen, zum Glück haben wir gewonnen, Leute. Ah, schade. So, wir werden auch jetzt ein bisschen versuchen, so ein bisschen Alonso sozusagen. Alonso hat nicht überzeugt, so. Er hat aber noch eine Chance, Leute. Überzeugt hat er noch nicht, dass er sozusagen, weil wir haben einen Post schon für ihn, einen anderen Spieler für, bei ihm schon. Sozusagen, Leute, der dann das übernehmen könnte, wenn Xavi Alonso es nicht hinkriegt, die Mannschaft zu führen, sozusagen, als in der Mitte mit Kimmich und Sanchez. Kimmich und Sanchez, die behalten wir, habe ich schon gesagt, die behalten wir, Leute. Was mit dem Rest ist, was mit Alonso ist, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann einfach, wie er so spielt. Aber jetzt spielen wir erstmal das zweite Spiel hier in unserer Karriere. Mit dem FC Bayern in Pflicht, unser zweites Pflichtspiel. Mit dem Slalom. Wenn Schalke jetzt, es wird schwer, wenn wir Schalke gewinnen könnten, das wäre der Traum, mehr gewinnen gegen Schalke, ja. Trainer ist auch gut vorbereitet. Er hat uns motiviert, gelobt, Leute, alles. Wir müssen jetzt dieses Debüt. Naldo haben sie gekauft von Wolfsburg. Okay. Aber ich jetzt sage hier, unser Tormann. Wir fangen aber, glaube ich, sofort an. So, machen wir ein bisschen Pressing und ein bisschen Ballbesitz, wie immer, so ein bisschen. Alter, wir vergeigen am Anfang immer. Was ist denn hier los? Alter, was ist hier passiert? Philipp Lahm, was machst du? Philipp Lahm, was machst du? Alter, nicht wahr? Nicht wahr, Philipp Lahm. Alter, was war denn das? Mir helfen Schalke eigentlich das erste Tor zu machen. Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Was? Alter, was ist denn zur Zeit los? Ich verstehe es nicht, Leute. Echt nicht, Alter. Ich verstehe es echt nicht, was Bayern heute wieder ein Leichtteamsfehler.
Ich krieg die Krise. Frank, Alter, was ist hier jetzt los? Alter, das ist doch nicht normal. Alter, was waren das für zwei krasse Fehler vom FCB, Leute? Ich glaub's echt nicht. Ich glaub echt nicht. Was passiert denn heute? Alter, ich glaub's echt nicht, was. Ich glaub's echt nicht, was heute abgeht mit Bayern. Alter Schwede, das ist nicht normal. Boah, Alter, meinen. Erstmal. So ein Eigentor von Philipp Lahm. Und dann Kasten, dann macht Frank Ribéry wieder so ein Leichtingsfehler, wenn er. Wenn Frank Ribéry so weiterspielt, Leute, kann es passieren, dass Frank Ribéry nie, vielleicht nur aus nicht mehr kommen, sondern dann so zerrobben. Alter, was ist denn heute los? Mit Bayern. Alter, was ist mit Bayern heute los? Ist ja abnormal. Alter, ist doch abnormal, finde ich. Richtig, Alter, ist und. Und wieder Fehler, Alter. Alter, das ist so nicht normal, finde ich. Mann, Alter, Bayern spielt echt richtig beschissen, Alter. Muss man echt sagen, Alter, das ist so abnormal. Cool. Jo, meine Meter, was ist heute mit Bayern los, Alter? Kriegen erstmal machen ein Eigentor und dann passiert das und das und das. Das war doch ein Foul, Alter, der hat aufgelaufen lassen ihn. Verstehe ich gerade nicht, warum doch. Verstehe ich doch gerade echt nicht, was mit Bayern heute los ist. Gegen Bremen so Glück, alle also gegen Bremen Glück hat, Leute, und heute. Alle drücken uns so extrem, man müssen wir mal. Alter Schwede, das ist so abnormal komisch heute wieder. Oh,
Alter, wir kriegen echt Probleme, ist ja abnormal heute. Junge, Junge. Alassanches macht zumindest dieses Tor, dass wir zumindest in der zweiten Halbzeit noch eine Chance haben, um das Turnier zu gewinnen. Um einen Punkt zumindest hier zu holen, Leute. Alter Schwede. Richtig heftig, Leute. Aber ich hoffe, dass wir jetzt eine Chance haben, Alter, das Spiel ist ja die letzte zwei Spiele, wo wir jetzt Karte, Leute, haben. Ist ja richtig abnormal heftig. Gegen Bremen so gespielt, dann gegen Schalke spielen wir jetzt so an. Dass wir jetzt drei Gegentore jetzt kriegt haben. Ich überlege mal echt, ob man Kimmich nicht, ob man Frank Ribéry nicht rausnehmen und dafür Costa nehmen, oder? So bin ich noch am Überlegen. So bin ich echt noch am Überlegen, Leute. Aber jetzt haben wir zwei schnelle Tore für aller Schweden. Zwei schnelle Tore, aller. Wir müssen echt das Spiel mehr unter Kontrolle bringen. Das ist wichtig, dass das Spiel mehr Kontrolle haben. Das ist wichtig, Leute. Und das Problem, Alter, warum die laufen lassen, lassen die Spieler durchlaufen? Das ist es komisch, das finde ich auch ein bisschen nervig. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass sie sich so leicht durchlaufen können. Das ist das Abnormale. Alle ohne Neuer hätten wir ja immer die Probleme, Gott, Leute, immer Probleme. Was war das, Schiri? Das war doch wieder nicht. Ich verstehe, aber jetzt tu. Ich tue Frank Ribéry raus, Leute. Für Costa, Alter. Weil Costa macht an. Ich finde, Costa kann doch ein bisschen besser als Frank Ribéry, Alter. Da ist irgendwie so zur Zeit noch nicht so im Spiel, wie er sein soll, finde ich.
So, jetzt müssen wir mal bisschen rennen, Leute. Ah, schade. David Alaba macht nichts. So Leute, jetzt werden wir wieder den nächsten einwechseln, den ich sage, jetzt mal wechseln wir ihn, den Alonso, ihn. Und dann hoff, dann tun wir Kimmich, werden wir Vidal wechseln. Dass wir noch so ein paar Fernschussleute noch im Team haben, die noch gut. Nein! Oh Mann, oh Meter. Hat keiner gut in der Mitte gewesen, der den Ball fängt. Oh Mann. Oh Mann, oh Meter. Was für ein Spiel heute. Das ist so heftig. Ja, David, okay, ist ja klar. Bei David Alaba. Okay, Alter, was waren das wieder für. Ah, Mann, die Bayern, was ist denn so mit der Abwehr heute los, Alter? Alter, das ist so komisch irgendwie, finde ich. Die neue Spielstil, finde ich, oder Leute? Naja, muss man sich erstmal reinfinden, bin. Alter, das ist ein bisschen komisch, ah, Mann, das. Oh Mann, Schalke Weih hat jetzt alles Spiel untergraben. Oh, wir verlieren wahrscheinlich heute unser erstes Spiel, unser erstes Pflichtspieltor. Oh, Mann. Nur weil man wieder Kleinigkeit Fehler in der Abwehr kriegte. Und oh Mann, die Saison wird richtig blöd, Leute. Die wird richtig, ne. Ich bin am Überlegen, ob mich nicht erst nur eine Stufe runtergeht. Echt jetzt, Leute. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht eine Stufe runtergehe wieder. Das war, ich finde es echt ein bisschen heftig. Der Unterschied extrem heftig, finde ich. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich denke, wir machen noch ein, zwei Spiele. Den könnte ich mir noch vorstellen, Leute. Und wenn man das dann irgendwie immer noch so komisch ist, dann machen wir wahrscheinlich die.
Das Ding gehen wir dann, wir machen jetzt noch ein, noch die zwei Spiele könnte ich mir jetzt vorstellen gegen Eindhoven und dann noch gegen Ingolstadt. Und wenn die dann, wenn wir die verlieren sollten, dann könnte, dann denke ich, dass wir dann erstmal wieder runtergehen. Und dann schauen wir einfach mal, was ist, was wir dann noch so machen und so. Weil das wär, ist schon richtig nervig. Ja. Aber na, dass man dann sozusagen die zwei Spiele jetzt noch entscheiden werden, wie sie noch laufen. Und dann entscheiden wir mal einfach, wie es weiter, wie es weitergeht. Aber Leute, ich denke, somit sagt euer Peter Gaming wieder. Tschüss, bis dann und Peachy, bis.